Moin zusammen und willkommen zurück zu Siberia. Ich habe mich hier eine ganze Weile dran versucht und habe keinen Zusammenhang gefunden. Ich habe mehrere Kombinationen hier ausprobiert, wie die Kerzen wohl zu schalten sind. Nein, nichts. Es hat nichts mit den Schreibtischen zu tun. Es hat offensichtlich auch nichts mit diesen Säulen zu tun, die hier stehen. Keine Ahnung. Also offensichtlich ist mir da noch ein Hinweis entgangen. Der aber nicht hier drin zu finden ist. Na, das hier, das lässt ja darauf schließen, naja, das hat vielleicht irgendwas mit den Kerzen zu tun. Nein, hat es nicht. Also jedenfalls nicht so, dass ich es herausgefunden habe. Keine Ahnung. Ich würde tatsächlich, ich neige dazu, tatsächlich nochmal rauszugehen und mich woanders umzusehen. Ja. Ich scheine irgendetwas übersehen zu haben, aber ich weiß noch nicht was. So, ah, jetzt sind wir da unten. Okay. Tja, wir können natürlich den Versuch wagen und hier noch einmal hingehen. Da gehen wir doch nur rein, ne? Okay, komm, warum eigentlich nicht? Das ist genauso gut wie jeder andere Weg. Ja, hier haben wir haben noch keinen Schlüssel, ne? Nee, also jedenfalls nicht den richtigen Schlüssel. So, dann gehen wir näher rein. Warte mal, hier waren noch diese Bilder. Hat das was zu bedeuten? Okay, der Typ halt. Was für eine A Ja. Ich denke an diese Bilder hier, aber Moment. Warte, warte. Nein, das sagt nicht, dass das die Lösung ist. Das ist tatsächlich die Lösung. Ich meine, ich wollte sagen, oh, wie schön. Okay. 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 Damit kann ich was anfangen. Ja, das ist ja genau das, was wir brauchen. Also, vom Kreuz aus gesehen. Eins, warte mal, ich male mir das mal eben auf. Moment. Das kann ich mir noch nicht merken. Moment. Oh, sorry, aber das muss jetzt sein. So, eins. Dann zwei frei. Zwei wieder drin und auf der anderen Seite genau dasselbe. Zwei frei und zwei wieder drin. Okay, hab's notiert. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob die Statue oder auf der anderen Seite etwas Ähnliches zu entblößen hat. So, ja. Ja. Warte. Oh, das kann ich hier nicht verwenden. Was? Moment. Hier kann ich die Bürste nicht anwenden. Irgendwas muss hier angewendet werden. Aber es ist nicht die Bürste. Okay. Keine Streichhölzer. Und die Fischbonbons auch nicht. Was gehört denn hier hin? Münzen? Nee. Was für eine Ja. Okay. Guck mal, das deutet ja auf drei Münzen hin oder drei irgendwas hin. Aber was möchte er hier? Finden wir wohl noch. War das denn hier irgendwie anders? Er scheint genauso da zu stehen, scheint also spiegelverkehrt zu sein. Aber nichtsdestotrotz, hier hat das geholfen und da, was auch immer. Wir werden es schon herausfinden. Ich gehe erstmal zurück und lass uns mal dieses Kerzenrätsel lösen. Aber was gewinnen wir damit? Gewinnen wir damit überhaupt etwas? Ich möchte noch nicht mit dem Patriarchen sprechen, das ist. Der scheint ja Hans schon aufgegeben zu haben. Das muss ich mir nicht anhören. Also, da hinein. Gut, so. Und jetzt nehmen wir mal. Ach nee, halt, wir müssen erst da runtergehen, ne? Ja. Ja, ich möchte wirklich da runter. Tappel, tappel, tappel. Und. Jetzt, es ist erstaunlich, dass wir die Kürte nicht anbehalten mussten. Ich meine, klar, sie ist kein Mönchen, aber was ist schlimmer, hier als Frau herumzulaufen oder halt eben in der verbotener Weise in der Kutte? So, also das Kreuz hier. Genau, und vom Kreuz aus sollte diese hier. Okay, da leuchtet die Kerze komisch. Dann zwei frei und dann zwei an und dasselbe in der anderen Richtung auch. Hier, ja, gut soweit, alles cool. Hier auch.
hervorragend. So, und das Ganze in der anderen Richtung auch. Von hier aus beginnen, zwei frei und dann wieder zwei an. Aber was bedeutet das? Was haben wir denn davon? Ich meine, irgendein Geheimgang. Und warum flackern die Kerzenlichter so komisch? So, jetzt du noch. Lass dir Zeit. Jawohl. Nee. Okay, sie hat die Stange zurückgelegt. Aber was hat das... Was ist jetzt genau passiert? Da ist irgendein Dingelchen aufgegangen. Auf dem Dach, nicht wahr? Okay, lass uns mal nach oben gehen. Da kamen wir ja beim letzten Mal nicht weiter. Das ist ja verrückt. Hier, guck mal da. Das ist jetzt aufgegangen. Moment. Das ging mir zu schnell. Zeig nochmal. Da ist der Zug. Okay, der Zug. Dieses Lager von den beiden Brüdern. Okay. Hier ist der Gang. Aber hier sollen wir auch irgendwas einsetzen, ne? Aber was denn? Können wir es bewegen? Können wir nicht. Fein. Fischbonbons. Nein, natürlich nicht. Okay. Gut, gehen wir erstmal wieder raus. Wir können das Licht damit umlenken. Okay. Es hat sich nichts getan. Noch weiter. Ist ja eine bestimmte Reihenfolge nötig. Okay, eins ist aus. Was? Was tue ich hier? Es ist aus. Gut, ich gucke jetzt mal vor. Nichts passiert. Da ist die Lampe wieder an. Was müssen wir tun? Müssen wir die Lampe ein- oder ausschalten? Zeig mal. Ja, okay, hier kommen wir nicht ran. Ja, wie rum muss es wohl sein? Muss die Lampe an- oder aus sein? Zeig's nochmal. Ich schalte die Lampe mal aus. Jetzt ist sie aus. Okay, fein. Jetzt bist du allerdings auch zu. Nach hier geht es nicht weiter. Gut, was ist hier jetzt passiert? Irgendwie gar nichts, ne? Was ist denn mit den anderen Beleuchtungen? Sind die an oder aus? Sieht so aus wie aus, ne? Aber wozu? Wozu konnten wir das machen? Okay. Okay, so ich würde es lieber nochmal öffnen. Nee, das war falsch. Es passiert jetzt gar nichts mehr. Was? Warum nicht? Du bist halb geöffnet. Okay, kriege ich noch ganz auf. Gut. Hier hat sich noch etwas getan. Fein. Okay, ist... Was? Okay, es funktioniert also wie eine Linse. Sagen wir mal, das ist die Linse. Kann das sein, dass ein schmaler Strahl da direkt drauf treffen muss? Das wäre cool. Ist das möglich? Und was passiert dann? Nichts weiter. Und jetzt geht's zu, ne? Ja, jetzt geht's ganz zu. Okay. Der mittelgroße Strahl. Der diffuse Strahl, der dunkle Strahl, gar kein Strahl. Also wenn überhaupt, würde ich sagen, das ist der hier.
Also hat nichts zu bedeuten. Und so? Nee. Auch nichts. Ja, aber wofür ist das gut? Wofür ist das gut? Ich weiß, wofür das gut ist. Haben wir nicht beim letzten Mal da? Wir haben beim letzten Mal diese Münze bekommen. Ich wette, wenn wir Mammut auf Glas. Ich wette, dass wir das hier irgendwie dran befestigen müssen. Die Frage ist nur, wie groß muss das Loch sein? So ist es ganz zu. Okay, hier kommen wir auch nicht näher ran. Nein, das hat nichts gebracht. Okay, so. Kommt jetzt das Mammut da rein? Nein. Mist, muss das hier überhaupt drin sein? Okay, passt du jetzt da rein? Nee, wir können da wieder rausgucken. Doch, jetzt geht's. Ah, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. Aber was hat das zu bedeuten? Das Mammut. Dieser ganze Ort sieht aus wie ein Mammut. Heißt das das? Okay. Was ist jetzt auf der anderen Seite? Okay. Das ist klasse, aber was sagt uns das jetzt? Ich kann hier auch nichts dran ändern. Okay, das ist schön. Da! Hast du das gesehen? Guck mal. Cool. Okay. Das Mammut und hier ist das Auge. Ah, das ist ja raffiniert. Okay. Drück den Knopf. Was tut sich da? Ich sehe nichts. Geheimfach. Ach, ist ja irre. Alexei, da ist er ja. Reisenotizen und Zeichnungen aus dem hohen Norden Sibiriens. Ausgezeichnet. So, am 15. April 1947 lud ich Gepäck und Vorräte auf einen Schlitten, von dem ich mehrere kräftige Tiere spanne und verließ das Kloster der Stadt Romansburg gen Norden. Auf der Suche nach den rätselhaften Völkern, welche in der trostlosen Weite der sibirischen Tundra zu Hause sind. Ich hatte von meinen Ordensvorgesetzten den Auftrag erhalten, diese heidnischen Stämme, die alle den schamanischen Glauben anhingen, zu bekehren, zu versuchen. Ich reiste unter der Tarnung eines einfachen Trappers, da es sich vor den Staatsagenten und dem Militär in Acht zu nehmen galt, die jegliche religiöse Tätigkeit mit einem misstrauischen Auge beobachteten und ihrerseits das östliche Sibirien durchstreiften, um die Eingeborenen davon zu überzeugen, doch endlich die äußerst zweifelhaften Segnungen des siegreichen Kollektivismus zu kosten. Es bedurfte mehrere Wochen, bis mir mein Gespann wirklich vertraut war. Da in Romansburg keine Hunde aufzutreiben waren, hatte ich mit einem Yukis vorlieb nehmen müssen. Yukis? Yukis? Wie konnte ich das verwechseln? Wie ich von einem Jäger erstanden hatte. Der Yuki war, weist sowohl Ähnlichkeit mit dem Seehund, oh, mit dem Seehund als auch mit dem Hund auf. In der freien Wildbahn lebt er hauptsächlich am Flussufer. Aufgrund seiner außerordentlichen Gefräßigkeit ist es für einen Trapper ein leichtes, ihn zu fangen. Im Winter ernährt er sich der Yuki vor allem von Ochsen, nee, Orangenlachs, der ihn der sibirische Braunbär jedoch häufig streitig macht, da dieser Fisch die bevorzugte Nahrung des gefährlichen braunen Ungetüms ist. Okay, der dauert noch ein bisschen. Ist er erst einmal gezähmt, so erweist sich der Yuki als ein anhängliches und kapriziöses Tier. Er widersetzt sich jeglicher ernsthaften Abrichtung und wird nur dann als Schlittenhund eingesetzt, wenn kein richtiger Hund zur Verfügung steht.
Gewisse arktische Völker scheinen jedoch hinter das Geheimnis seiner Dressur gekommen zu sein, denn nur so ist es wohl zu erklären, dass dieses Tier bei ihnen große Verwendung findet. Oh, wie putzig. Ich will einen. Von allen Völkern, die in diesen gottverlassenen Gebieten leben, galt mein Hauptinteresse zweifelsohne den Jukul. Wen wundert es also, dass ich meine Schritte dorthin lenkte, wo ich davon ausgehen durfte, auf sie zu stoßen? Ritenmaske der Jukul verkörpert den Seelenfirmen, der die Sterbenden ins Jenseits begleitet. Sie flößt den Jukul große Angst ein. Die Reise gestaltete sich langwierig und gefährlich. Erst am 27. Oktober 1947 gelang es mir, mit den Jukul in Kontakt zu treten. Ich weilte mehrere Monate lang unter ihnen, machte mich mit ihrer Lebensweise vertraut und lernte sie dafür zu schätzen, was sie waren. Sehr schnell schon verwarf ich jegliche Bedenkensabsicht und begnügte mich damit, ihre Sitten und Gebräuche zu studieren. Oh. Wie viel kommt da noch? Es kommt noch einiges. Okay, gut. Ich mach mal. Heilige Schneeäule. Dieser Vogel wird oft als Begleiter des Jukul-Schamanen angesehen. Er scheint sowohl sein Gehilfe als auch sein Repräsentant und sogar seine Reinkarnation betrachtet zu werden. Jukul-Schamane, die haben wir schon kennengelernt im dritten Teil. Ups, Spoiler-Alarm. Entschuldigung. In den weiten Ebenen Sibiriens wimmelt es nur so von Lemmingen. Lemminge? Sie ernähren sich von Samen und kleinen Früchten, das muss ich glaube ich nicht alles vorlesen. Das ist doch ein bisschen viel hier. Vorgeschichtliche Spuren. Joker bis zu den neuen hohen Sibiriens. Mammuts. Das sind Mammuts. Noch mehr Mammuts. Bestimmte Höhlenmalereien. Okay. Mammuts. Oh. Aber finden wir hier auch was zur Arznei? Riesige Speisekammer im Laufe der Hühner, Permafrost, nee, dichter Dächer, was behaupte. Ich lese nur mal quer, vielleicht finden wir hier einen Hinweis auf ein Heilmittel für Hans. Legende, nichtsdestotrotz Winter angelegen, Notizen, Fassung der Legende bei, okay. Hier, fossile Pflanzen, Blaugras, scharlachrote Brombeerstauch. Im Herbst duften seine Blüten selbst stark, dass sie selbst einen Jucker aus dem Winterschlaf erwecken würden. Scharlachrote, wollen diese Pflanze Veränderungen von Seehundfett oder Heilkunst der Jukul, die bei ihrer Verbrennung freigesetzten Potenzen gehören. Der Schaman zufolge wächst diese Pflanze auf den Gräben derer, die die Seele in Frieden ruht. Scharlachroter Brombeerstrauch. Das hört sich doch gut an. Die Legende von Sibirien. Am Ende der letzten Eiszeit tritt ein gewaltiger Klima in Sibirien. Ja, okay, das kennen wir schon. Der riesige Schiffe ganz mit Stoß sehen. 10 Jahre, lalalala, okay. Eine Woche war 10 Jahre erste Reise. Nein, nichts Nützliches. Alter, wer hat sich diese ganzen Geschichten ausgedacht? Hammer, Alexei Turganov. Ich, Alexei, kann die Beobachtung dieser kühnen Abenteurerin nur bestätigen. Die Arche, die einen zu der Insel Sibir erbringen soll, gibt es tatsächlich. Und auch wenn ich keinen handfesten Beweisen habe, so bin ich dennoch davon überzeugt, dass diese Insel wirklich existiert und dass es dort noch heute einen kleinen Restbestand an Mammuts leben kann. Cool. Die Forscherin Bodinov. Okay. Also, für uns wichtig, für den Augenblick zumindest, ist der scharlachrote Brombeerstauch. Ausgezeichnet. Wir müssen irgendwie an einen scharlachroten... Das nehme ich mit. Jawohl. Sollen wir zum Verbrennen ausgezeichnet. Deswegen haben wir auch die Streichhölzer gefunden. Deswegen können wir auch auf den Friedhof gehen. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch irgendwas, womit wir diesen Strauch abschneiden können. Denn das schien mir ja einer gewesen zu sein, ne? Jukul-Relike. Okay, das Einzige, wo ich noch nicht nachgeguckt habe, ist am Eingang. Nicht irgendwelche Gärtnerbedarf hier bei der Schubkarre. Ja, guck. Oh, die war aber vorhin noch nicht da. Vorhin ist gut, letzte Folge. Die war noch nicht da. Nicht gut spielen, nicht gut. Okay, so, weißt du was? Dann gehen wir jetzt hier mal zurück. Damit müssten wir doch das Grab des Alexei leben können. Und mit ein bisschen Glück handelt es sich bei der Pflanze, die darauf wächst, nämlich um diese Brombeere.
So, hier. Ist das was ist? Ja, was ist das denn? Komm, lass es uns mal abschneiden. Hoffentlich kriegen wir keine Hände dafür. Oh. Alexei Dunlap, oh, sankte Liebe, genau. Guck mal, das sieht doch hier. Was ist das, das Zeug? Kräuter und Brombeersträucher. Das ist das Zeug garantiert. Ganz sicher. So. Also, daher, nichts wie zurück zu Hans. Wir sollten ihm zumindest. Hallo? Ach, da geht's weiter. Wir sollten dem zumindest eine Chance geben, ne? Diesen. Hier. Okay, dort hinein. Wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass wir einen Augenblick unbeobachtet bleiben, ne? Oder eher ungestört, je nachdem. Da können wir nichts machen. Aber hier. Mein lieber Hans. So. Ja, rankommen wir nicht. Wo können wir das Zeug denn mal abstellen? Sollen wir erst mit ihm sprechen? Hier können wir das Zeug abstellen. Da ist nichts. Ja, alles klar. Okay. So, das Gefäß da drauf. Perfekt. Okay. Sehe ich das richtig, dass hier noch nicht mal Fenster drin sind? Alter. Das kommt nicht da hinein. Es fehlt es fehlt es fehlt etwas? Erst Feuer? Nein. Es fehlt hätte ich vorher noch eine Schüssel oder so finden müssen? Nee. Münzen, kleiner Schlüssel. Kleiner Schlüssel? Nee. Okay, muss ich das erst reinigen? Ich muss es nicht erst reinigen. Also ich hätte jetzt gesagt, okay, warte mal. Käse und hartes. Käse und hartes Brot? Nein. Wir müssen auch noch ein Messer auftreiben, ne? Ich wette, wir müssen irgendein Getier hier. Es fehlt etwas. Ein Getier anlocken. Okay, ablegen können wir das hier nicht. Fein. Ablegen können wir das auch nicht. Es fehlt etwas. Es fehlt etwas, aber was denn? Wir können doch die Kräuter und Brombeersträucher können wir doch direkt da reinpulen. Oder müssen wir die nur vorher irgendwo zerkleinern? Wir müssen sie wohl vorher noch irgendwo zerkleinern, aber ich weiß nicht. Wo? Hey Hans, ist alles in Ordnung? Hans? Na? Okay, nee, er ist noch im Delirium. Okay, also irgendwas müssen wir mit den Kräutern tun. Gut, aber wo? Wo? Hatten wir nicht. Nee, hier haben wir nichts entdeckt. Ich frage mich gerade, wo hatten wir da was entdeckt? Wenn denn hier vorne wohl, ne? Okay. Ich denke mal hier, oder? Ach, da oben geht es nicht weiter. Okay. Nichts weiter. Nee. Nee, warte, möchte ich ja schon. Ach, ich möchte nicht mit dem Typen reden. Ach, verdammt. Das war jetzt eine dumme Idee. Das war wirklich eine dumme Idee. Guten Tag, Pater. Grüß Gott, mein Kind. Okay, Hans. Können Sie wirklich nichts für Hans tun? Sein Schicksal liegt nicht mehr in unseren Händen. Beten Sie, mein Kind, für seine Buße. Da ist nichts, wofür Hans büßen müsste. Seine Fieberreden sind bei Gott nicht die ein. Was? Wieso? Wie kommst du auf diese Idee? Was sagt er denn? Aber Hans Vorarlberg hat nicht die geringste Sünde begangen. Die Fantasien, die dieser Unglückselige in seinem Wahn von sich gibt, sind die eines Ketzers. Beten Sie, mein Kind. Beten Sie, um Ihren Freund vor den Feuern der Hölle zu retten. Sie
Sie wild gewordener Irrer, Fanatiker. Ich rede mit Hans, ob es Ihnen passt oder nicht. Gut, okay, also einen solchen Aufbruch hätte es nicht gebraucht, aber ich teile deine Meinung. Wir müssen unsere Reise unbedingt fortsetzen. Unbedingt. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Herr Vorarlberg ist ja gar nicht in der nötigen Verfassung. Hans Vorarlberg wird seine Reise fortsetzen. Er ist am Ende seiner Reise angelangt, mein armes Kind. Dagegen sind Sie... Vor allen Dingen bist du dann machtlos. Ich glaube, ich habe genug gehört. Gehen Sie nur und wägen Sie die Folgen Ihrer Taten gut. Okay, er darf ja gerne seine Ansicht vertreten, aber eher als der hier als der große Heiler auftritt und dann sagt, ach ja, übrigens, ich kann nichts für ihn tun, ist ein bisschen mager, ha? Huh? Ja, okay, also das hier war nutzlos. Ich gehe nochmal zum Grab zurück. Möglicherweise habe ich da ja irgendetwas übersehen. Okay, so, hier sind wir. Ja, das ist schon ganz gut. So, hier ist... Nee, da geht's nach da. Da geht's nach dort. Okay, ich gehe einfach einmal rum. Ich habe die Heckenschere auch noch, also irgendwas scheine ich tatsächlich übersehen zu haben. So, erstmal das Grab heran. Das habe ich mitgenommen, alles klar. Und weiter gibt's hier nichts. Okay, fein. So, ist denn hier, liegt hier noch etwas raus? Habe ich ein Kraut übersehen, das wir vielleicht noch mitnehmen müssen? Was gräbt er da? Ich möchte das gar nicht so genau wissen. Bei diesem Sarg bekomme ich Gänsehaut. Ja. Okay, hier, das haben wir uns schon angesehen, ne? Hab ich irgendwas überlesen? Ich bin dann doch ziemlich schnell. Den Sarg können wir verwenden, um hier rauszukommen. Haha. Nee, sieht nicht so aus. Okay, gut. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Und ich finde in der Zwischenzeit mal heraus, was wir mit den Kräutern hier machen müssen. Kräuter und Brombeersträucher. Hört sich doch erstmal an, wie geht schon. Na gut, also irgendwie müssen wir die zum Verbrennen kriegen. Ich suche das in der Zwischenzeit mal heraus und dann sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Tschüss.